Hallo Leute, heute ein Video zum Thema Spawn Trap auf Dom. Und ja, Dom ist ja eine Map von MW3, weiß glaube ich ja jeder. Und hier ist mein geiles Hintergrundbild von MW3. Ja, also ich habe ein paar kleine Sachen vorbereitet. Also erstmal, hier ist im Grob die MW3 Map. Und wenn ich weiß, was Spawn Trap ist, die Gegner vom Spawn abzufangen. Also Spawn da, wo die halt, wenn die sterben, wo die dann wieder gespawnt, also wo die dann wieder hinkommen, wo die wieder geboren werden. Und ja, bei Herrschaft gibt es ja drei Flaggen. Einmal die A-Flagge, die ist hier hinten. Die B-Flagge, die ist in diesem kleinen, in diesem großen Haus da drin. Und die C-Flagge ist unten beim Bunker. Und ja, ich gebe das Ganze mal zum Paint weiter. Ja, jetzt können wir hier kurz sehen. Also das Wichtigste ist, eure Klasse. Erstmal kommen wir mal zu euren Klassen. Also wichtig ist, dass ihr eine Klasse mit Taktikeinstieg habt. Weil es sehr wichtig ist, dass ihr nicht irgendwo gespawnt werdet, sondern da, wo ihr wollt. Das können wir eigentlich wegmachen. Ja, also ihr müsst auf jeden Fall Taktikeinstieg mitnehmen. Und meine beste Waffe bei Spawn Trappen, also die, mit der funktioniert es eigentlich am besten, ist die MK14. Und ich würde da nochmal Schnellfeuer drauf packen, weil die zu langsam ein bisschen schießt. Und so schießt die eigentlich fast wie eine automatische Waffe, wie Typ 95 bisschen. Aber ja, also erstmal zu den, wo ihr am Anfang, also das geht eigentlich nur zu 6, also wenn ihr noch, also zu 6 geht es ja immer, aber ihr müsst schon 6 Freunde haben, mit denen ihr euch kommunizieren könnt, weil bei Spawn Trappen ist wichtig, dass man die Kommunikation ist hier wichtig. Es wäre gut, wenn jeder ein Headset hatte. Wenn jeder ein Headset hat. Entschuldigung. Und ja, also ganz am Anfang werdet ihr entweder hier gespawnt. Wenn ihr hier gespawnt, sieht man gar nicht. Ich schreibe mal hier irgendwas hin. Also hier seht ihr, wo ich gerade bin. Entweder ihr werdet hier gespawnt. Dann werden die Gegner hier hinten gespawnt. Oder ihr werdet hier gespawnt, dann werden die Gegner hier gespawnt. Oder ihr könnt auch hier gespawnt werden und die Gegner im Haus. Und ja, also das Wichtigste ist, wenn ihr zum Beispiel, ich glaube am öftesten wird man hier gespawnt, dann, also erstmal, ihr müsst euch aufteilen, 3-3. Also, drei Leute versuchen direkt die A-Flagge einzunehmen und drei Leute müssen versuchen jetzt die C-Flagge hier unten einzunehmen. Und wenn ihr das geschafft habt, also das ist schwierig, wenn ihr hier gespawnt werdet, dann würde ich erstmal raten, allen 6 C einzunehmen, weil die Gegner direkt A einnehmen. Und dann würde ich direkt auch schon, dass die drei Leute, die A einnehmen müssen, sollen dann hier reingehen durch den Dome und dann hier hinten irgendwie versuchen, A einzunehmen. Und ja, Taktik einstieg darum, weil Spawn Trappen ist wichtig, dass sie die beiden Flaggen einnimmt, dass sie nur noch im Haus spawnen hier bei B. Jetzt müsst, also das B dürft ihr auch nicht einnehmen, weil sonst funktioniert es auch nicht mehr. Weil wenn ihr B einnimmt, dann werden die irgendwo anders gespawnt. Zum Beispiel hier, hier. Okay, also wenn ihr A und C eingenommen habt und die Gegner bei B nur noch gespawnt werden, drei Leute, ich gehe mal hier weiter nach oben. Auf jeden Fall drei Leute passen auf diesen Hintereingang auf und drei Leute passen hier auf diesen Vordereingang auf. Also mein Platz immer hier bei Spawn Trappen ist eigentlich hier hinten, dieser kleine Platz, weil von hier kann man die Gegner, sieht man ja hier, zack, 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 zack. Hier kann man direkt ins Haus reinschießen und auch hier ein bisschen bei der B-Flagge ein bisschen rumgucken. Hier die Gegner direkt, wenn die gespawnt werden, direkt umbringen. Und ein, also hier ist einer. Mach ich mal so ein Kennzeichen hin, dass man sieht, mach mal so einen kleinen Punkt dahin. Hier. Hier und einer sollte hier beim Bunker sein, hier, dass er immer hier so einen genauen Blinkwinkel hat. Ich kann mal auch Striche machen, dass es besser sieht. Bisschen fetter, ruhig in braun. Okay, also der muss, schafft's gerade, so, der passt hier auf. Entweder der passt hier auf, so. Nein. Ja, verkackt. Rückgängig.
passt so auf. Oder der kann natürlich auch ins Haus hier schießen, ins Fenster. Also der macht hier, das muss auch ein Freund von euch sein. Dann nehme ich mal jetzt noch eine andere Flagge. Okay, pink ist ein bisschen schwul. Nehmen wir mal gelb. Und der passt halt hier diesen Weg auf. Und oft kann es sein, dass ihr den Kill von eurem Nachbar klaut, aber ihr seid ja in selben Team, ist nicht schlimm. Der kann auch hier ins Haus rückschießen. Und ja, der letzte. Also, entweder ihr könnt machen, dass vier hier hinten sind. Oder dass drei Leute hier sind. Und dann hätte ich auch noch einen Platz für den letzten. Schwarz. Dass ihr auch was seht. Hier, Ding. Dass er zum Beispiel, der kann eigentlich hier sein. Weil hier ist ja dieser kleine Berg. Da kann er, wird er auch nicht getroffen, wenn er ein bisschen zurückläuft. Weil, zurückläuft. Und hier ist ja auch dieser, dieser kleine Berg. Sorry Leute, meine Eltern haben kurz abgefuckt. Okay, also, ja, nehmen wir nochmal Grünstift, Grünstrich. Okay, dann hier, wie gesagt, der kann hier dann stehen, weil hier dieser Berg ist. Da wird er nicht getroffen. Oder der kann auch eigentlich hier stehen. Sorry. Kann auch da stehen und hier ins Haus ballern. Ist eigentlich egal. Rückgängig. Okay, ich mache nochmal den Strich. Ja, und der schießt dann hier auch rein. Ein bisschen chaotisch aus, aber klappt schon ganz gut. Also zu den Abschussserien. Ich würde euch raten, als erstes Predator. Vorräte könnt ihr eigentlich auch nehmen, aber Vorräte kommt oft Mist. Also ich würde direkt Predator nehmen. Das kommt ja, wenn ihr eine Shardliner habt, 4 Kills. Und wenn ihr dann ein Kills, wenn ihr 2 Kills habt, ihr direkt Kampfhubschrauber. Würde ich auch mitnehmen, Kampfhubschrauber. Und danach könnt ihr eigentlich entscheiden. Also ich nehme eigentlich mal Payflow mit, weil es macht einfach die meisten Kills, finde ich. A230 könnt ihr eigentlich auch nehmen, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, weil na, hier im Haus, da sind die ja dann immer, dann bringt es eigentlich nicht so viel. Okay, also die drei Leute, die stehen hier schon. Achso, was ich vergessen habe zu sagen. Einer von den beiden, einer von den drei sollte tragbare Radar mitnehmen und die ungefähr hier hinwerfen. Warte einen Moment. Ich mache mal hier so, also hier hin in die, irgendwie in die Ecke. Nein. So groß durchsichtig. Hier. Schreibe ich mal ein T und ein R. Tragbarer Radar. Glaube ich, versteht sich von selbst. So eine Farbe. Da sieht man ja jetzt gar nichts. Ja, komm, blau. Ja, also Tere steht für tragbares Radar. Könnt ihr hier hinwerfen. Es reicht eigentlich, wenn einer nimmt. Achso. Und Taktik eigentlich, was vergessen habe. Also, hier ist ja meine Position. Danach eure. Also, das ist eigentlich meine Lieblingsposition. Rate ich euch, geht immer in diese Position. Meisten Kills. Mit der MK14 hier reinballern. Und ja, mein Taktik-Einstieg lege ich eigentlich immer. Taktik-Einstieg TE. Kann ich mal hier hin machen. Klein. Taktik, Einstieg. Oh, ein bisschen kleiner, oder? Jetzt nicht ein bisschen kleiner. Scheiß drauf. Oder? Ja, scheiß drauf. Aber ich wollte eigentlich ein bisschen kleiner. Taktik, Einstieg von dem Gelben. Oh, jetzt habe ich das nicht in Gelb gemacht. Weiß man ja dann. Sorry, Jungs. Muss kurz was machen. In Gelb, dass man auch weiß, dass es von ihm ist. Hier, TE, nein, auch groß, okay, Taktik, Einstieg würde ich hier hinlegen, in die Ecke, dass die es nicht sehen. Also manchmal kommen die auch, wenn die von hier, wenn die anderen nicht aufpassen, können die auch von hier, von der Ecke kommen, müsst ihr aufpassen, würde ich hier Claymore legen, oder halb Granat, wie ihr wollt. Okay, der Grüne würde ich eigentlich hier unten legen, weil das oft, glaube ich, zerstört wird. Tragbares Radar. Okay, und der Braune. Dieses Braun. Ja. Würde ich dann hier unten legen. Taktik. Einstieg. Ah. Oh, wieso schreibe ich hier Tere? Fuck. Nein, wieso jetzt auch noch ein
Grün will ich doch. Taktik. Einstieg. Ja, es wird drüber geschrieben, aber glaube ich sieht man. Okay, jetzt hier unten ist schon mal alles abgesichert und nach einer Zeit, wenn die Leute sich denken, hier kommen nicht durch, die sind so dumm, gehen wir von Hintereingang, Hinterausgang. Und da stehen natürlich drei andere. Machen wir erstmal die schwarzen Punkte. Einer muss auf jeden Fall Spray muss auf jeden Fall, ja, sag mal, hier stehen. Ja, zeig ich euch dann noch gleich die Position. Einer muss hier stehen bei der Treppe und einer kann eigentlich entweder ist er hier oben auf dem Gerüst drauf und snipert die alle weg, oder ja, der ist hier so. Hier. Nein. Weiter hier drin. Okay, jetzt zeige ich euch noch die Position von denen. Ziel dauert ein bisschen länger, aber lohnt sich auf jeden Fall. Ihr werdet sehen, ihr werdet so viele Kills bekommen. Das gibt's nicht. Der ballert auf jeden Fall hier rein. Strich. Oder der kann auch hier rein ballern. Es geht. Ja. Und der, wenn der stirbt, muss der hier rein schießen. Der kann natürlich auch ein bisschen vorlaufen. Ist ja nicht schlimm. Ja, es kann oft sein, dass die den zerstören, weil das ist eigentlich die schwierigste Position, weil er schon im Haus drin ist. Und ja, der kann dann da reinschießen. Und der letzte, der muss auf diesen kleinen Eingang aufpassen, weil die oft hier durchkommen. Und wenn der Freund hier stirbt, kann er auch mal in diese Richtung laufen. Gibt es keine Ungerade. Kann er hier so laufen? Schief. Ups, nein. Ich will es perfekt haben, perfekt. Ja. Der läuft dann dahin. Und ja, also Taktikeinstieg. Ja, komm, weil ihr seid, mache ich das nochmal, eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Aber was Spaß. War doch nur ein klitzerkleiner Spaß. Also der Rote, der kann seinen Taktikeinstieg hier in der Ecke legen. Taktik, Einstieg. Der Braune kann das entweder hier in die Ecke legen oder einfach hier hin. Ich glaube, wisst ihr, ich seid ja nicht dumm. Wieso schreibe ich das jetzt mit Braun? Ja, bei dem ist es richtig, aber bei dem nicht. Der ist doch rot. Taktik, nein. Taktik, Einstieg, sorry. Und wer fehlt jetzt noch? Der Rote. Nein. Wieso mache ich das nicht in Pink? Sorry, Jungs. Ich bin so einer, der muss es perfekt haben. Hier. Und in Lila nochmal geschrieben. Hier kann er sein, hier in der Ecke kann er seinen Taktik-Einstieg legen. Taktik-Einstieg. Und was ich vergessen habe zu den Perks, ich würde schneller ziehen mitnehmen, dass ihr ganz schnell euer Taktik-Einstieg legen könnt. Und ja. Und ihr könnt eigentlich auch mit Sniper spielen. Meine Position kann eigentlich auch mit Sniper spielen, aber ja. Und ja, wie gesagt, drei Leute hier. Spawn-Trappen. Geile Position, geil Dom. Könnt ihr eigentlich übrigens auch auf Sprengkommando machen, aber das zeige ich euch dann in meinem anderen Video. Ja, und ich wollte mich nochmal hier bedanken für meine 25 Abonnenten. 25 Abonnenten habe ich jetzt. Ist zwar nicht sehr viel, aber lohnt sich schon. Und ich wollte mich entschuldigen, dass ich ziemlich lange keine Videos gebracht habe, weil ich im Urlaub war. Gestern habe ich ja auch dieses eine FIFA-Video gebracht. Fun Video. Und ja, das war's eigentlich. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich.
wenn es euch nicht gefallen hat, disliked, und wenn es euch gefallen hat, liked. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.